Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch in Dragonfly unterwegs und heute möchte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir finden können unter Erkunden, dann Dracheninseln und hier haben wir das Achievement Herumschnüffler. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Er schnüffelt 5 Spezialgegenstände, während ihr an der Seite eures Sniffenbegleiters in die Höhlen erkundet. So rum. Und ja, was müssen wir dafür genau machen? Naja, als allererstes müssen wir mal nach Loam und da können wir ja jede Woche 3-mal dieses, wie es ich nenne, Grabespiel spielen, indem wir dementsprechend mit unserem Niffenbegleiter sprechen und dann immer hier in diese instanzierten Zonen reinkommen. Wenn ihr nicht wisst, wie das genau funktioniert, eine Aufladung kriegt ihr immer for free in der Woche, ne? Also jede Woche eine. Dann gibt es eine Aufladung, die ihr bei dem Händler kaufen könnt. Mit diesem Trade Game und dann gibt es eine in der Weekly Kiste drin, die ihr quasi bekommen könnt, wenn ihr diese 1500 Ruf einmal zusammengesammelt habt. Also 3-mal könnt ihr das in der Woche machen. Heißt, das wird ein bisschen dauern, um das abzuschließen. Diese Special Gegenstände können wir aber erst holen, wenn wir einen gewissen Ruhm haben. Und zwar, jetzt schauen wir mal, ich glaube 9 war es, genau. Hier, da können wir nämlich dann zusätzliche Gegenstände mit unserem Niffenbegleiter ausgraben. Wie sieht das aus? Diese zusätzlichen Gegenstände seht ihr dann einfach hier als Quest-Items. Die können wir dann anklicken und bekommen eine Quest. Und die Quest können wir dann draußen abgeben. Jetzt gehen wir mal hier einmal raus. Dann zeige ich auch, wo das Ganze startet. Also wir sind hier, wie gesagt, in Loa, in dem Lager. Und hier unten haben wir ja diesen Kollegen. Myritz schimpft sich der. Und bei dem haben wir dann dementsprechend hier die Option, dieses Grabespiel zu beginnen. Eine Aufladung, wie gesagt, bekommt er standardmäßig einmal pro Woche. Und die andere zwei, ne, einmal durch das Rufding, beziehungsweise ich zeige euch jetzt dann mal, wo das ist mit dem Umtauschen. Das ist einmal hier bei Ponzo und da habt ihr dann auch noch eine Möglichkeit, eine von diesen Maps zu kaufen, um dementsprechend dann nochmal zusätzlich zu kaufen. Genau, das sind die 3 Möglichkeiten. Jetzt geben wir die Quest einfach ab, die wir angenommen haben. Machen wir jetzt hier. Und tada, ich habe jetzt insgesamt 5-mal so Quests geholt. Danach gibt es noch, soweit ich weiß, ein weiteres Achievement. Da müssen wir dann noch öfter das machen. Jetzt schauen wir mal. Genau, hier, da müssen wir nämlich alle von den Gegenständen suchen. Es ist jetzt ein bisschen verbuggt, weil hier 555 angezeigt wird, aber das scheinen dann noch ein paar mehr zu sein. Und ja, sobald ich die zusammen habe und da vielleicht noch ein paar mehr Informationen für euch, werde ich auch nochmal da ein Video für aufnehmen. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht. Also auf die Ruhmstufe kommen, 9 war es. Dann hier ein paar Maps sich zusammenholen und ein bisschen graben. Und ja, für 5 Dinger müsst ihr halt Minimum 2 Wochen warten, dass ihr dementsprechend die auch zusammenkriegen könnt. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.